Wärter, designierter Landeshauptmann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich schlage in eine ähnliche Kerbe wie Kollege Urzi. Wir haben heute den Landeshauptmann zu wählen, ohne dass wir genau und offiziell wissen, wie die künftige Landesregierung aussehen wird, ohne dass das Programm offiziell vorgestellt worden wäre. Das sieht auch die Geschäftsordnung so vor, das ist mir klar. Aber es ist natürlich ein Vertrauensvorschuss, den man hier zu geben hat. Und das funktioniert natürlich wie vor 5 Jahren, wenn ein Landeshauptmann neu ist. Und ich muss sagen, vor 5 Jahren hatte ich sehr große Hoffnungen auf Sie und in Ihre Arbeit auch gesetzt. Vor allem aus 2 Dingen. Nach dieser Ära Durnwalder, die in der Verwaltung sicher auch ihre Vorzüge hatte, aber vor allem im demokratischen Verständnis, das in unserem Land herrscht und auch im Landtag selber, da kann ich mich erinnern, vor 5 Jahren war da auch mit Ihnen eine Aufbruchsstimmung, wo wir uns alle, und ich glaube, da darf ich für die gesamte Opposition auch sprechen, wo wir uns alle mehr erwartet haben im Austausch zwischen Mehrheit und Opposition. Ich habe mir extra nochmal Ihre Erklärung vor 5 Jahren durchgelesen, wo Sie das auch ganz stark betont haben, diesen neuen Politikstil, die Transparenz, die Mitarbeit. Sie haben damals gesprochen von Ausschüssen, die Sie installieren wollten, immer ausgeglichen oder zumindest mit Beteiligung der Opposition zu allen wichtigen Themen in diesem Lande. Meines Wissens, ich habe mich da informiert, sind sehr wenige beziehungsweise kaum solche Ausschüsse eingesetzt worden. Auch ich persönlich, damals noch nicht politisch in diesem Ausmaße aktiv, bin enttäuscht darüber, und das muss ich sagen, persönlich enttäuscht. Ich war froh, als ich gehört habe, es wird ein Autonomiekonvent einberufen, ein Prozess eingeleitet, wo alle Bürgerinnen und Bürger des Landes mitmachen können. Und ich habe da auch große Stücke darauf gesetzt und ich habe mich beteiligt an den Open Space Veranstaltungen als Bürger dieses Landes. Und es wurde sehr gut gearbeitet bei diesen Prozessen, bei diesen uns, ich glaube, über 200 Treffen, über 2000 Personen, die sich daran beteiligt haben. Und wenn man die Ergebnisse des Autonomiekonvents anschaut, wo davon die Rede ist, dass wir endlich eine eigene Region installieren, dass wir die Steuerautonomie anstreben, die Landespolizei, die Abschaffung des Regierungskommissariats, wie es vorher schon angesprochen worden ist. All diese Sachen habe ich heute in Ihrer Rede vermisst, obwohl Tausende von Bürgern sich hier beteiligt haben und mitgearbeitet haben. Diese Enttäuschung, Herr designierter Landeshauptmann, spielt hier mit. Und ich kann für meine Fraktion sprechen, dass wir in den nächsten 5 Jahren hier klar darauf setzen werden, dass diese Punkte, die auch von den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes mitgetragen und eingebracht wurden, dass das auch sich widerspiegelt in der Arbeit hier im Landtag und dass man nicht so tut, als wäre dieser Prozess abgeschlossen, auch wenn die Region natürlich dann zuständig ist, aber dass man sich diese Ziele, und mögen sie noch so hoch sein, aber dass wir sie uns setzen und immer wieder darauf pochen, auch in den Erklärungen, die Sie abgeben. Danke. Danke.